Hat er einen Schnäuzer? Ja, Tatsache, der hat sowas wie einen Schnäuzer. Hab ich nicht gedacht von hier oben, dass er einen Schnäuzer hat. Okay. Hol dir die Eier. Auf geht's. Hä? Und du dir selber Eier. What is it? Ein Glühfisch, der nur alle 10.000 Jahre erscheint? Was für ein unglaublicher Unsinn. Es gibt gar keinen Glühfisch. Du bist echt sehr leichtgläubig. Du hättest besser Forscher befragt. Es war eine popelige Laterne. Sie hing dem Angriff in einem, nach dem Angriff in einem Trümmerteil. Aha. Sie leuchtet noch eine Weile, dann ging das Äther leider aus. Ich bin zwar Künstler, aber auch Realist. Also bitte, ich brauche keine sinnlosen Fantasien. Tut mir leid, die Quest habe ich dahin gelotst. Ich bin jetzt unsicher, ob ich die Quest hätte auf verschiedene Weisen erfüllen können. Halte ich nicht für unmöglich, weil das Spiel gibt ja sowas zum Teil her. Oh, warte, schon wieder habe ich eben eine Quest. Bei der weiß ich es gerade nicht tatsächlich. Wobei ich tatsächlich der Meinung bin, ich habe die Quest mal mit entsprechender richtiger Antwort beantwortet in einem vorigen Spieldurchgang. Wer weiß. What is it? Na, du weißt jetzt, warum die Laterne ausging. Nun, mein Problem. Ich weiß nicht, ob wir die Laterne reparieren sollen. Wenn ja, dann freuen sich die Leute, denn das Licht spendet ein bisschen Trost, ne? Aber es gibt da auch eine andere Seite der Medaille. Das Licht ist auch eine leere Fantasie, die Leute verführt. Sie ergeben sich der Schwärmerei, statt nach vorne zu blicken. Das ist ja wohl eine sinnlose, dämliche, negative Eigenschaft, die ich überhaupt nicht annähernd bedenken würde und auch nicht als Gefahr sehe. Aber okay. Daher würde ich die Folgeentscheidung gern euch überlassen. Ja, worum genau geht's denn jetzt eigentlich, ja? Können wir vielleicht helfen? Schulk, was meinst du? Ja klar, ich kann helfen, so gut ich kann. Ich bin Schulki! Also entweder tut nichts und das Licht bleibt verschwunden, oder aber alle müssten die Ernährung nach vorne blicken und bla 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 bla. Oder aber ihr repariert sie, schon klar. Hab ich ja schon verstanden. Entscheidet euch. Haben wir das Recht, sowas zu entscheiden, sag mal? Na, nichts zu tun ist genauso eine Entscheidung. Ich sag's ja bloß. Ihr sollt euch endgültig mal festlegen, reparieren oder nicht. Ist doch nicht wir und nicht er. Ich hab das mit Eiern vorgelesen. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht. dann können wir uns alle ein neues Leben. Können wir alle unser neues Leben beginnen? Tja. Wirft ihr die Laterne in den See oder lasst die Laterne reparieren? Okay. Ich gebe euch einen Ätherzylinder. Dann macht, was ihr wollt. Zack, alles klar. Läuft. Na? Was mögt ihr machen? Wegschmeißen das Gerät? Hier? Oder irgendwie Zeit umstellen, um dann einen anderen Typen zu finden, um es da abzugeben und die, dieses, juhu, Spektakel für die Leute, die gerade erst, um dazu sagen, einen schrecklichen Angriff der Mech-Konter hinter sich haben, viele Verluste zu beklagen haben, denen es nicht so gut geht, ob man ihnen ein bisschen Hoffnung spenden will und ein bisschen, woran sie glauben können, woran sie festhalten können, was sie toll finden. Was würdet ihr machen? Dr. Crawler, hallo. Also, ich würde sagen, ein Plus für wegschmeißen, ein Minus für nicht wegschmeißen in den Chat. Und jetzt trinken wir ein Stück zusammen, liebe Leute. Oder zwei, ist eure Entscheidung. Zwei geht auch. Minus. Ein Vot für nicht wegschmeißen. Bob. Plus, ja, war klar. Nukachi will die Welt brennen sehen. Das ist total klar. Es überrascht mich nicht. Es überrascht mich nicht, Nukachi. Minus von Shadow. Okay. Ich warte noch ganz kurz, ob nur eins, falls ich da berufen fühlen. Hallo. Ach stimmt, Dr. Crawler ist ja neu reingekommen, wa? Ja, stimmt, Dr. Crawler. Dunkle Grüße und so. Du bist ja hier immer mit Blut rein und so weiter. Schön, dass du da bist. In meiner Familie gibt es viele Wissenschaftler. Ja. Oh, Tante Shura zum Beispiel. Ah, verwandt sind sie also. Gut zu wissen. Ist mir aber egal. Lauf, lauf, lauf. Ja, wie hieß Dr. Crawler heute mal kein Diablo, weil ich noch nicht die Zeit hatte, um jetzt mein Nekro-Bild, meine Paragon-Tafeln zu studieren. Ich will es jetzt nicht on-screen machen, deswegen erstmal ein bisschen Xenoblade. Wobei es ja sowieso der typische aktuelle Sonntagstream ist. So gesehen passt das schon. Aus meiner Sicht jedenfalls. Nick, kenne ich gar nicht. Ich bin der lausigste Soldat hier in der Truppe. Echt eine Null. Den Text kenne ich aber schon. Doch. Der ist nicht neu für uns. Der Name war nur mir entfallen. Ist egal. Also, wir haben momentan eine Mehrheit im Chat für Lampe nicht wegschmeißen. Tut mir leid, Nukachi. Dumm gelaufen. Aber ich hätte es auch so gemacht. Tja. Genova, du bist unfähig. Ich sag's dir nur mal. Ja, Mr. Dr. Crawler kommt immer erst mit der Aktion rein, ehe er Hallo sagt.
Ja, gibt da einige. Sowas wie Fanpirate macht sie auch ganz gerne. Kommt rein. Wobei er schreibt auf was Moin, dann ist er raus. Das ist ein bisschen was anderes. Aber trotzdem. Egal, ich freue mich so, wenn ihr da seid. Also, wie geht's, Dr. Crawler? Bist schon Level 1000 jetzt abgelehnt? Genau. Das ist sein Hallo. Abgelehnt. Rejected. Denied. Hallo. Ach, sieht ja genauso aus wie Kenny. Alter, wie langweilig. Arnaud. Ihr möchtet die Lampe reparieren? Das wird sicher nicht leicht. Ihr braucht einen Ätherzylinder und zwei Krabbelersatzteile. Den passenden Zylinder habt ihr bereits, wie ich sehe. Naja, immerhin. Die Krabbelersatzteile findet ihr bei Müllkrabbeln. Kein Ding. Wenn ihr alles gefunden habt, dann bringt es zu mir. Ich werde die Lampe reparieren, klickt an der echten Herausforderung. Warum kann Schulk das nicht machen? Er ist auch ein bisschen versiert bei solchen Sachen. Ich frage für einen Freund. Was? Mir fehlt ein... Was? Mir fehlt was? Och nö. Hast du das zufälligerweise dabei, weil du Questgeber bist? Natürlich nicht. Mann, ich brauche einen Glückshasen, wie es aussieht. Ich könnte was anderes dagegen tauschen, will ich aber nicht. Nee, mache ich nicht. Noch ein paar Krabbel besiegen. Aber noch nebenbei eine andere Quest einholen, weil... Quests! Und wir trinken noch einen Schluck, liebe Leute. Ich muss meine Flasche bald aufnehmen, wenn es so weitergeht. Iolet, Judge, Starch, ihr wisst Bescheid. Gutes, altes, klingonisches Trinkspruchdings. Prost. Wasser ist so lecker. Hast du für den Amtsstempel? Wenn er Phoenix Wright spielt, hat er bestimmt einen Amtsstempel als... Naja, Phoenix Wright halt. Chirocke! Hallo. Ich rocke mit Chirocke. Könnte glauben, mein Bruder und uns und ich verstehen uns nicht. Dieser Eindruck täuscht aber. Wir kommen voll gut miteinander aus. Mein großer Bruder ist übrigens ein Noporn. Er wurde adoptiert. Wir sind uns beide stets in Sorgen um den anderen. Das ist nun mal so. Ich kann ihn nicht einfach so in die weite Welt hinausziehen lassen. Da draußen ist es gefährlich, verdammt. Er ist bloß so groß. Was, wenn ihr was zustößt? Beim nächsten Mal tragen wir unser finales Duell aus. Wenn ich gewinne, muss er seinen verrückten Plan aufgeben. Oh, es gibt da was ihr mir erzählen wollt? Er will eine rote Pollenkugel haben? Ist das euer Ernst? Wenn das so eine ist, würde sich seine Kampfkraft vervielfachen. Ricky, ich habe was Tolles für dich. Er will um jeden Preis gewinnen. Aha, ganz egal wie. So. Werdet ihr sofort nicht mir die rote Pollenkugel stattdessen zu übergeben? Ich kann nicht zulassen, dass er gewinnt. Das wäre dann diese Konsequenz. Tsukatsu hat so lange geplant. Kann jetzt nicht kneifen. Du hast versprochen, deinen Traum aufzugeben. Das hast du. Und ich will, dass du hier bleibst. Und zwar für immer. Ja, hab verloren. Ich weiß, aber hier ist es manchmal langweilig und so. Aber so schlecht ist die Kolonie 9 auch wieder nicht, wie du glaubst, ne? Und ich will nicht, dass dein Bruder fortgeht. Mit wem soll ich sonst rumalbern? Und was, wenn wir uns beide nie wiedersehen sollten? Tja, ich danke euch. Wenn ihr findet, dann her damit. Oh ja. Aber wir haben ja bereits entschieden, wir geben es dem anderen, nicht wahr? Und dabei würde ich auch bleiben. Ändert ja nichts an der Sache, dass wir jetzt gesehen haben, das geht offenbar einigermaßen gut aus für beide, dass der arme Nupan so seinen Traum nicht erfüllen kann. Das ist ja scheiße! Richtig, Gurin. Das will ja mal keiner. Das arme kleine Knuddelfieh, das wollen wir ja entsprechend... Wir wollen ihm ja das Beste, was wir ja was eben geben, bieten, irgendwas können. So. Wann war's? Feste Kabler wollte er haben, ne? Feste Kabler. Unkor, niedlicher. Ach. Von wegen niedlicher Unkor. Willst du mich rollen? Na, bist du niedlich? Quark. Quark. Geht so, würde ich sagen. Geht so. Ich glaube, am Tag sind jetzt aber hier ein paar Kabler unterwegs. Strandkrabbel. Ich gucke mal nach, ob es wirklich feste Krabbel sein müssen. Überleg. Warte, ganz falsch. Nach unten. Oh, achso, das sind diese Zeitsachen wieder. Toll. Jetzt müsste man wissen, welche davon das gewesen ist. Das, oder? Genau, Krabbelsatzteile. E-Termine. Okay, ganz woanders also, nicht hier. Gut, dass ich vorhin nachgeguckt habe, tatsächlich. Die ewig Level 2 Viecher bekämpft. Oh, gibt es noch Quests für mich abzuholen? Wenn ich immer hier bin. Zeit einstellen. Tschüss.
schätze aber, das war's erstmal wieder. Einmal noch. Aha. Da ist eine. Sesam will uns die letzte Quest aufdrängeln. Haben wir es jetzt, warte, ganz kurz. Haben wir es jetzt doch geschafft, die Kolonie auf 4 zu, 3 zu bringen? Ja, okay. Jetzt haben wir 3 von 5 Sternen, immer noch 2 gewesen. Dadurch haben wir auf meine nächste Questreihe freigeschaltet von Sesams, was auch immer er da plant. Nee. Wiss man ja nicht. Wiss man nicht. Wollen wir rausfinden? Wollen wir rausfinden. Alright. Also, das hier ist euer letzter Auftrag. Euer letzter, wichtiger Auftrag für unseren geheimen Plan. Sag mal, worum genau geht's eigentlich? Ja, vielleicht können wir ja helfen. Schulk, was meinst du? Die raffen's doch nicht, ne? Ja klar, ich will helfen, so gut ich kann. Haha, dann Ben, haha, dann Ben, haha, dann Ben. Na, ich merk schon. Ihr habt immer noch keinen Schimmer, was wir hier machen. Kaum zu glauben, dass ihr es trotzdem so weit gebracht habt. Egal, Hauptsache ihr führt den Auftrag aus und haltet dicht. Dieses Mal müsst ihr ein Monster aus dem Weg schaffen. Es ist kein schwaches Monster, aber nicht zu stark für euch. Wie gesagt, das wird euer letzter, allerletzter Auftrag. Also macht uns keine Schande. Ach, Kacke. Das ist der, von dem ich erzählt habe, den ich jetzt doch gekillt habe. Und ich hoffe, er ist wieder respawned, sonst kann ich fest ein bisschen länger dauern. Bei Abwehrgeschütz 3 treibt die dunkle Murak Moor herum. Und das ist immer um genau diese Zeit. Geht hin, erledigt ihn und mehr will ich nicht von euch. Okay, machen wir. Psst, nicht so laut. Auf zu neuen Heldenpontaten. Ja. Ricky. Also, hier unten ist das. Wir gucken mal einfach. Vielleicht haben wir Glück oder er ist da. Ich fürchte aber, er ist noch nicht respawned. Ich kenne doch mein Glück bei sowas. Warte, darüber. Uhu. Uhu. Platsch. Ich gehe ein bisschen schwimmen. Wetter ist gut. Auch wenn es dunkel ist, aber warmes Wasser läuft schon. Ist auch krass, den ganzen Videospiel, den man so spielt, wenn man einfach ins Wasser reinspringt, ne? Da wird nie ein Wort irgendwie über Temperatur des Wassers erwähnt, weil ich meine, mir wäre es auch recht egal, solange es jetzt keine Minusgrade sind, glaube ich, kann man da relativ einfach durch. Aber ist ja da echt kein Thema. Oh, das könnte ja durchaus kalt sein für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so hartgesottenen wie mich selber und so. Meiner bloß. Egal. Stelle mich dich gerade an einen riesigen Schreibtisch mit großem Stempel vor. Ein riesiger Stapel Anträge an deiner Nase. Und Dave haut überall seinen Abgelehnstempel raus. Und jedes Mal kracht der fast der Schreibtisch zusammen, wenn das Ding mit voller Wucht auf dem Auftrag herunter raus. Er ist da, juhu. Ja, das würde passen. Ah, Schwein gab, er ist respawned. Vielen Dank, liebes Spiel. Vielen Dank. Kurzen Prozess machen wir mit dir. Zum zweiten Mal. Ayatschuk! Oh, wie lame du bist. Hey, ja. Zack. That was too easy, sag ich ja. Not bad. Abendsichel, Stolzflinte. Ach, alles Käse. Habe ich schon einen besser. Ich hatte 19er Gegner, ich bitte euch. Hier habe ich als Kind bereits gefrühstückt. So. Ab dafür. Oh. Ui, was? Alright. Warum machst du hier rum? Ihr habt ihn besiegt? Sehr gut. Jetzt ist fast alles bereit. Die Nummer kann starten. Nur eine Kleinigkeit wäre da noch. Untersucht mal die Straßenlaterne am Eingang des Geschäftsviertels. Los! Nur noch diese allerletzte kleine Kontrolle. Ja, und dann? Und dann kommt ihr wieder her. Und dann. Bumm! Vergesst nicht, ihr steckt mittendrin. Es gibt kein Zurück mehr. Also prüft nun die Straßenlaterne. Okay. Okay. Aber sei froh, dass du mittlerweile in den meisten Spielen schwimmen kannst. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, wie ich in den meisten älteren GTA-Teilen, wo du noch gestorben bist, waren Assassin's Creed einfach auch so. Assassin's Creed weiß ich nicht genau, ob das in Teil 1 so war. Dafür fand ich den Teil nicht gut genug. Ich habe ihn ein bisschen gespielt und dann schon aufgegeben, weil es irgendwie lahm war. Kann aber gut sein, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Aber hast schon recht. Das war ja damals immer das Hindernis schlecht weg. Also das Schwimmen und das Spiele. Das dauerte ein paar Jahre, bis das möglich war. Mhm. Das Vieh wollte mich töten, weil ich mit Level 6 da ganz unbedarft hinge... Ja, sowas passiert, Kurin. Dafür sind die Bosse ja da. Für genau solche Situationen. Genauso läuft das ungefähr. Zum Glück nur ist der Tisch sehr massiv. Schön. Dr. Crawler. Darauf steht Pech. Du bist den ganzen Weg umsonst gekommen. Es war ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen ihn aufhalten. Schnell! Das kommt euch jetzt in den Sinn, ne? Jetzt. Echt? Oh, er ist weg. Dammit. Sie gerade verzogen. Was sagt die Uhr? Kurz vor 5. Aha. Zum Glück bin ich Gebieter der Zeit. Ah ja, okay. Er war also eben auf Rückweg zu nach... Naja, seinem Haus gewesen. Deswegen war er da unterwegs. Okay. Halt! Halt! Aufgehalten. Ich habe halt die Zeit zurückgedreht, ne? Also... Da seid ihr ja wieder. Hey, starrt mir nicht so an. Seht gefälligst da oben hin. Kira spielt vier Rippen. Geiles Spiel. Oh. Oi. Wahnsinn. Der Shit. War das wahnsinnig gut, oder was? Na, gesehen? Ja, ja. Wisst ihr, in letzter Zeit ist alles so trostlos und düster hier. Wie in einem Erwachsenenspiel. Was es ja auch ist. Die Leute reden nur über deprimierendes Zeug und so. Da dachten wir uns, wir könnten mal allen eine Freude machen. Indem wir wenigstens den Himmel erleuchten mit einem Feuerwerk. Oh, wir hatten nur drei Raketen, aber das muss halt irgendwie reichen. Naja, von Betty haben wir das Schießpulver bekommen. Und von Kenny das Feuerwerk. Und naja, alle haben da irgendwie mitgearbeitet. Gut, oder? Und ihr habt auch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen. Verschwinden gering, aber hat gereicht. Ach ja, dann bin ich erleichtert und froh, dass alles geklappt hat. Alter, du hast einem auch echt Panik geschoben, Sesam. Geschafft, Ende aus. Ricky, Heldenporn, jetzt festessen. Ja, es hat viel besser funktioniert, als wir gedacht haben, muss ich zugeben. Wir können uns natürlich auf die Schulter klopfen. Ihr euch auch, übrigens. Was? Ich hätte was früher sagen sollen? Ja, das ist ja langweilig gewesen. Ihr wollt euch überraschen, und zwar alle. Deshalb musste bis zum bitteren Ende alles geheim bleiben. Naja. Also, nun zu eurer Belohnung. Gibt's auch noch. Ja, ja, eine Belohnung. Dachtet ihr, ich lasse euch mit den leeren Händen gehen? Nein, nein, nein. Niemals. Wer für mich arbeitet, liegt mir auch am Herzen. Oh. Und jetzt hört auf, so überrascht zu gucken. Hier, nehmt das. Nehmt das. Worms. Worms wäre ein geiles Spiel für eine Community-Party, oder? Worms. Nehmt das. Lass uns mal Worms spielen. Ich habe ewig kein Worms-Spiel. Gibt's ein Worms-Spiel für die Switch? Ja, ich glaube, ich habe ein Worms-Spiel für die Switch. Genau, Worms VMD. Ich meine, das habe ich für die Switch. Klar, ich bin ziemlich sicher. Hm. So, Dele, ihr kommt zurecht. Ich bin eben dreiviertel Stunde bis halbe Stunde weg, andersrum. Und ist ein bisschen was. Alles klar, gut, Dungakurin. Bis die Tage. Und das meine ich, damit meine ich nachher irgendwann. Ich werde bestimmt viele Ingame-Tage bis dahin hinter mich gebracht haben. So wie es gerade läuft. Okay, cool. Eine Quest mehr abgehakelt. Eine mysteriöse Quest. Super mysteriös. Pokémon Unite wäre auch ganz cool. Ja, habe ich auch im Thread vorgeschlagen gehabt. Nukachi tatsächlich, aber wurde leider nicht weiter beachtet. Also, theoretisch, wer Pokémon... Wer... Anders. Wer League of Legends von euch kennt, ne? Also... MOBA, im Prinzip nicht mein Genre, überhaupt nicht mein Genre, aber Pokémon Unite hat mir damals doch ein wenig die Sucht angetan gehabt in der ersten Season. Spielt er mit einem Team von, lass mich lügen, 5 Leute waren das gewesen, ne? Klar. 2 außen, einer in der Mitte als Dschungler. Also bei den großen Karten waren es 5 gewesen pro Party. Rede ich nur Quatsch? Bin ich gerade voll daneben? Waren es 4? Ich glaube, es waren 5. Jemals spielt man da in 2er Teams und muss die Karte quasi erobern. 5, genau. Mit Stützpunkten, in der Mitte ein Super-Pokémon. Also Pokémon Unite wäre theoretisch eine Option für jedermann in der Community bei mir, der eine Switch hat, weil es ja Free-to-Play ist, das Spiel. Das heißt, man kann es runterladen, zusammen spielen. Wenn man halt genug Leute hat, das heißt, dann bräuchte man wohl 10. Und ja, gibt auch Maps mit 3 Leuten oder 4 auch. Okay, das kenne ich, glaube ich, 9. 3 kenne ich noch, aber 4 wüsste ich jetzt nicht. Jedenfalls kann man das theoretisch dann auch private Matches machen, ohne Online-Rangliste und so ein Quatsch alles.
und könnte auch mal ein paar Spaßmatches machen. Da müsste aber wirklich jeder bereit sein, das Spiel auch zu holen. Und ich verstehe, wenn es nicht für jeden was ist, denn, wie gesagt, MOBAs per se sind auch nicht meins, aber das hatte es mir doch eine Weile lang ganz schön angetan. So habe ich auch quasi Nukachi Hop kennengelernt. Auf Handy, stimmt, auf Handy geht's auch, hast recht. Du hast recht, Nukachi, stimmt ja. Und Crossplay, wohlgemerkt. Man kann es hier auf Switch spielen, während der andere mit Handy spielt, das Day spielt zusammen mit dem. Ja, das ist auch möglich. Habe ich gar nicht bedacht. Hast völlig recht.